Herzlich willkommen bei Mein Bafas TV. Ich bin Sabine, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Jakob, hallo. Wir haben ja in den letzten Episoden ausschließlich über Bafen beim Hund gesprochen. Jetzt gibt es aber ja noch eine andere Art von Vierbeinern, ja, die der Mensch als Haustier sehr lieb gewonnen hat. Du meinst jetzt aber nicht den Hamster, oder? Nein, ich meine nicht den Hamster. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht. Die Rede ist natürlich von der Katze. Jawohl. Und wir widmen diese Folge heute ausschließlich dem Stubentiger. Freue ich mich schon sehr drauf, denn es gibt einiges Wissenswerte, was ich dir gerne erzählen möchte. Schon auch im Unterschied zu einer Barfmahlzeit eines Hundes beispielsweise. Wir gucken uns den Verdauungstrakt der Katze genauer an. Und natürlich stelle ich dir auch unser Sortiment vor, denn wir haben bei Bafas natürlich ganz, ganz viele Artikel für Katzen ausschließlich auch, ne? Super, das klingt doch nach einer wirklich spannenden Folge. Ja. Ich freue mich schon und von mir aus können wir direkt reinstarten. Auf jeden Fall. Warum denn nun auch Barf bei der Katze? Weil es funktioniert. Es ist tatsächlich möglich, die Katze biologisch artgerecht rot zu füttern. Und wir von Bafas sind auch der Meinung, dass man das tun muss. Denn es ist am Ende so, dass ich eigentlich die Barf-Mahlzeiten gar nicht groß unterscheiden zu denen eines Hundes, wie ich schon angesprochen habe. Ein paar Sachen sollte man beachten und da gibt es nur wenige Abweichungen. Und welche Abweichungen wären das? Also da geht es vorrangig um die prozentuale Aufteilung der Barf-Ration und da möchte ich dir ganz gerne was an meiner Tafel zeigen. Du hast natürlich wieder was vorbereitet. Was wäre, wenn ich nichts da hätte? Na klar, ich weiß ja, dass du kommst, wir sind gut vorbereitet. Wenn du mal schauen möchtest, bei der Katze geht es um 75% Muskelfleisch, du hast 10% Innereien, 10% RFK, sprich rohe fleischige Knochen und 5% Ballaststoffe. Okay, interessant. Da fällt mir jetzt sofort auf, dass der tierische Anteil viel höher ist, oder? Genau. Jakob, du hast super aufgepasst. Macht mich sehr, sehr stolz. Das liegt letztendlich daran, dass Verdauungstrakt und auch Anatomie einer Hauskatze denen der Wildkatze komplett ähneln. Also man kann fast sagen, es ist identisch. Das heißt, die Katze, wenn man das so auslegen möchte, ist tatsächlich fähig und auch dazu ausgelegt, Fleisch zu verwerten. Mhm. Du musst allerdings nur beachten, dass es so ein paar Aufteilungen gibt, was die Beutetiere angeht. Denn die sind natürlich kleiner bei der Katze. Wir reden hier von Mäusen oder auch Vögeln. Und die haben einen deutlich geringeren Anteil an pflanzlichen Ballaststoffen im Magen als beispielsweise ein Beutetier des Wolfes bzw. des Hundes. Das sind ja Wiederkäuer wie Kühe, also Rind oder auch Elch. Und das heißt im Endeffekt, dass Pansen und auch Blättermagen bei der Katze gar nicht auf dem Futterplan stehen, weil die Beutetiere das gar nicht haben. Ah, das finde ich richtig spannend. Ich finde gerade mit dem Wissen, was wir jetzt schon angesammelt haben in den letzten Episoden, was wir gelernt haben über die Verdauung beim Hund, finde ich es jetzt super interessant, das Ganze nochmal für die Katze zu lernen. Das macht Sinn, ne? Genau. Ja. Aber ich nehme jetzt an, auch aus dem, was du jetzt gerade schon erzählt hast, dass es doch nochmal vielleicht größere Unterschiede gibt, was so Futtermenge und vor allem auch die Staffelung der Fütterung. Also wann füttert man, wie oft füttert man und sowas. Genau, zwischen Hund und Katze. Ne? Auf jeden Fall, da gibt es Unterschiede. Also der vom Wolf abstammende Hund, der war es ja gewöhnt, mehr oder weniger im Rudel zu jagen. Und je nach Rangposition hat der dann letztendlich das frische Fleisch bekommen oder er hat vielleicht auf das halb verweste Fleisch warten müssen. Am Ende waren es aber größere Portionen, 1 bis 2 vielleicht am Tag. Bei der Katze ist es etwas anders. Die ist ein Einzelkämpfer, wie wir ja wissen. Die ist allein unterwegs, die hat auch deutlich kleinere Beutetiere, muss sich wahrscheinlich dementsprechend auch öfter auf die Jagd begeben. Es kann bis zu 10-mal am Tag sein. Das heißt, die ist mehr auf kleinere Portionen dann ausgelegt. Und das unterscheidet eben Hund und Katze am Ende. Du hast den Hund, der sich mit älterem Fleisch zufrieden gibt. Und du hast die Katze dagegen, die mit kleineren, frischen Mahlzeiten auskommt. Und deswegen kann man gut und gerne die Katze auch als Gourmet bezeichnen. Ja, das mit dem Gourmet habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ja, oder? Wie steht es denn jetzt konkret um die Futtermenge? Das ist eine gute Frage, denn da gibt es tatsächlich auch Unterschiede beim Hund und bei der Katze, was die tägliche Futtermenge angeht. Prinzipiell orientierst du dich aber am Körpergewicht. Mhm. Sprich, du errechnest das mit 2 bis 3% des Körpergewichts. Da hast du die tägliche Futtermenge beim Hund. Und bei der Katze sind es 4 bis 5%. Aber auch da schaut man bitte noch mal vorher, wie ist das aktuelle Gewicht? Welcher Hormonstatus liegt vor bei der Katze? Hat sie vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten oder auch irgendwelche Krankheiten? Aber was ist denn jetzt der größte Unterschied zwischen Hund und Katze, was Ernährung angeht? Da kommt der Omnicarnivor zurück. Kannst du dich daran erinnern aus den ersten Episoden? Ja, denn der Hund ist ein Omnicarnivor, der mit 20% deutlich mehr der pflanzlichen Bestandteile im Futter verwerten kann als die Katze beispielsweise. Mhm. Die ist ein reiner Fleischfresser, ein Carnivor. Das heißt, ihre Ernährung besteht auch ausschließlich eigentlich aus
tierischen Bestandteilen. Sprich Getreide oder auch sowas wie Kohlenhydrate kommen da gar nicht in den Futternapf von der Katze. Und ganz interessant ist auch zu wissen, im Unterschied zum Hund hat die Katze keine Verdauungsenzyme im Speichel. Das heißt, sie produziert viel weniger Verdauungssäfte im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse. Folglich ist dann letztendlich auch bei der Katze gar nicht möglich, so zuckerreiche Nahrung wie beispielsweise auch Obst, hast du ja auch überall Zucker mit da drin, ja, oder Kohlenhydrate oder Gemüse, zu verwerten. Das heißt, das kann sie gar nicht. Okay, da passt BARF ja eigentlich wieder ganz genau. Absolut. Artgerecht eben. Genau. Du darfst allerdings bitte ganz wichtig die Zusätze und Mineralien nicht vergessen. Stimmt. Die runden ja die BARF-Mahlzeit letztendlich dann auch ab. Und bei dem Hund kriegst du beispielsweise Taurin ohne Probleme über die Ernährung wieder synthetisiert. Das heißt, diese Aminosäure kann er selbst herstellen. Die Katze ist dazu nicht in der Lage. Der Stoffwechsel gibt es nicht her. Heißt, taurinhaltiges Fleisch sollte da bitte gefüttert werden. Oder du fütterst das zu über die Nahrungsergänzungen, die wir ja auch in unserem Shop anbieten mit BARFAS Plus. Basismineralien-Cat wäre das beispielsweise Taurin. Ah, das finde ich spannend. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Was habt ihr denn sonst noch so für Produkte, die jetzt speziell für Katzen sind im Sortiment? Wir haben beispielsweise den DLG-zertifizierten Komplettmix. Sind wir ja sehr stolz drauf, denn das ist das erste und bisher einzige DLG-zertifizierte BARF-Allein-Futtermittel, das wir anbieten. Perfekt auch, wie beim Hund beispielsweise, für den Einstieg, für alle, die mit dem BARFen beginnen möchten, aber auch für die Vollprofis, die im Alltagsstress allerdings nicht so viel Zeit haben, den Individualmix zu gestalten. Letztendlich ist es ganz schnell auch aus dem Napf ausgelegt, dass du sozusagen nur rausnehmen musst. Du taust das auf, du portionierst, es ist vollwertig, es ist ausbalanciert und ich möchte dir das ganz gerne mal zeigen. Ja, denn gerne. Wir haben natürlich auch hier den Komplettmix für die Katze mit dem Geschmack Rind und Huhn, mehr oder weniger. Und wer vielleicht bei den Hunden das schon mal gesehen hat, der erkennt hier, dass die Portionen kleiner sind. Natürlich ja, das ausgelegt ist mir, auf die ist mir Katze. Auch sofort aufgefallen. Du hast zweimal 150 Gramm, sprich 300 Gramm, kannst das super dann der Katze geben. Und natürlich haben wir auch verschiedene andere Produkte bei BARFAS Daily oder auch bei BARFAS Choice. Einfach vielleicht mal im Onlineshop genauer umgucken, auch was die Mineralien angeht, BARFAS Plus. Und da kann man auch nach Katze filtern und ist sofort auf unserer Seite. Ja, super. Jetzt wissen wir auch, was es da alles gibt. Wie stellt man denn jetzt am besten die vierbeinigen Gourmets auf BARF um? Oh, das wird auf jeden Fall zur Herausforderung. Da braucht man ein bisschen Geduld, denn Katzen sind ja von Natur aus recht misstrauisch. Ja? Das nennt man in der Wissenschaft Neophobie. Die haben Angst vor was Neuem, denn die haben auch ein sehr ausgeprägtes Gedächtnis, was ihre Futtermengen und auch die Konsistenz und den Geschmack und den Geruch angeht. Und wenn man da irgendwas ändert, das werden die Katzenhalter wissen, dann werden sie zickig letztendlich, weil wenn du allein nur die Geschmacksrichtung des bestehenden Futters irgendwie änderst, dann gibt es schon Probleme, also, denn die wissen letztendlich, ich weiß, was mir gut tut, warum sollte ich das eigentlich ändern? Also wenn man da komplett die Mahlzeiten auf BARF umstellt, kann das zu einer Herausforderung werden. Ja, welche Herangehensweise würdest du denn empfehlen? Weil irgendwie ist das ja sicher möglich, oder? Auf jeden Fall ist das möglich, ja. Mit Tipps und Tricks kannst du da arbeiten. Das machen wir auch mit unseren Kunden und es hat hervorragend geklappt. Ganz zu Beginn solltest du aber auch hier Geduld haben und dich der Herausforderung stellen. Denn selbst wenn die Katze sich relativ schnell auf das Fressen stürzt, auf das Neue, kann es ja sein, dass es erstmal mit der Verdauung vielleicht nicht klappt. Also auch da bitte dem Tier Zeit geben. Und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, mit rohem Muskelfleisch zu beginnen. Und zwar bietet sich hier für die Katze von BARFAS genau Rind oder auch Geflügel an. Und dann schaust du erst einmal. Das wäre der erste Bestandteil. Dann fügst du immer mehr BARF-Bestandteile hinzu. Natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern wir geben dem Ganzen so einen Wochenzeitraum, 14 Tage, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann guckst du, dass du wirklich die gängigen, normalen Mahlzeiten durch die BARF-Mahlzeiten nach und nach ergänzt oder vielmehr ersetzt. So ist es richtig und dann ist es so, dass du am Ende dein Tier auf BARF, also die biologische, artgerechte Rohfütterung umgestellt hast. Und das ist natürlich perfekt. Sollte die Katze vielleicht mit dem Fleisch am Anfang Probleme haben, gibt es auch da ein paar Tricks, dass du vielleicht einfach das Fleisch anbrätst oder mit kochendem Wasser übergießt, sodass es außen gar ist und innen roh. Und dann verkürzt du die Garzeit, dass du am Ende doch bei dem rohen Produkt bist.
Und vielleicht kannst du auch mal was fallen lassen, denn die Katze hat ja auch so eine Art Jagdinstinkt, sodass die da die Beute aufnimmt und auch dann klappt das ganz gut. Aber das klingt irgendwie auch nach Spaß, finde ich. Ja, definitiv. Das kann total Spaß machen. Und wenn du dir natürlich am Ende bewusst machst, dass du dein Tier biologisch artgerecht roh fütterst, klappt das natürlich am besten mit den Produkten von BAFAS. Und die garantiert hohe Qualität spielt uns dann natürlich in die Karten, denn die Katze ist und bleibt ja auch ein Gourmet. Ja, und man will ja letztendlich der Katze auch nur was Gutes tun damit. Genau, ne? Und dann geht es dir auch gut. Ja, super. Danke, Sabine. Oder? Jetzt haben wir auch die Katze nochmal abgeschlossen und da nochmal einiges Wichtiges drüber gelernt. Auch den Teil mit der Verdauung fand ich sehr spannend. Und das ist ganz interessant, ja. Auf jeden Fall. Und wer sich natürlich umschauen möchte bei uns im Online-Shop, bitte tut dies, denn da könnt ihr natürlich auch alle Produkte nochmal nach Katze filtern. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch bei dir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Und sagen Tschüss. Tschüss.